Hallo und herzlich willkommen auf unserem Host Unlimited FAQ-Kanal. Mein Name ist Julian. Ich habe heute ein weiteres KVM-Tutorial für euch. Ich zeige euch, was ihr tun könnt, wenn der Server mal nicht richtig installiert. Das Ganze beginnt hier. Am Anfang müsst ihr auf Custom Install drücken, also nicht auf diesen Standard Install oben, weil es so ist, es müssen gleich Treiber geladen werden und die sind da nicht vorhanden. Deswegen auf Custom Install. Und da ist es auch schon. Es wird keine Festplatte angezeigt. Was tun wir da? Wir drücken hier einmal unten auf Load Driver oder Treiber laden in Deutsch. Dann auf Browse oder Durchsuchen. Und hier haben wir erstmal diese drei Laufwerke. Das Wichtigste ist, dass wir auf Virtuwin gehen. Oder das ist das Laufwerk, was wir benötigen. Dann einmal auf Balloon. Und hier ist es wichtig, eure Windows-Version auszuwählen. Diese könnt ihr im Webinterface einsehen. Bei mir wäre es jetzt Windows Server 2012 R2. Gehen wir mal zurück. Das wäre jetzt 2K12 R2. Einmal raufklicken, AMD 64 auswählen. Dann auf Next oder weiter in Deutsch. Das Ganze einmal reinladen lassen. Ist auch wichtig, dass ihr, also wir werden zwei Treiber laden, dass ihr jeden Treiber einzeln reinladen lässt. Genau. Und dann einmal auf Load Driver again, Browse und Virtuwin. Jetzt ist es wichtig, wir laden nicht aus Balloon-Treiber, wir gehen nach ganz, ganz unten zu VioStore. Dort laden wir wieder denselben Treiber, 2K12 R2. Einmal wieder die AMD 64-Version und Next. So, gleich werdet ihr auch sehen, es wird eine Festplatte angezeigt. Ihr könnt diese partitionieren oder wie gewohnt weiter installieren. Das ist dann kein Problem mehr. So, das sollte gleich durch sein. Und da habt ihr eure Festplatte. Das wäre es auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal.